Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Race Room. Heute auf dem Start Hungaroring. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus und heute mit einem wahren Klassiker. Man sieht es bereits am Armaturenbrett. Wir sind heute mit dem M3, mit dem BMW M3. Ich muss es nochmals betonen, mit dem M3 unterwegs. Ich bin gespannt. Ein hoffentlich schönes Klassikerrennen für euch. Wir werden sehen, ob ich wie immer mein eigener Gegner bin. Es fängt schon gut an. Viele Versprecher. Ich freue mich drauf. Ich hoffe auch. Let's go. Pitlimiter rein. Und dann begeben wir uns mal raus auf die Einführungsrunde. Wir haben noch 7 Minuten Zeit, um eine gute und ordentliche Runde in Stein zu meißeln. Und dann gibt es heute für euch ein 15-minütiges Rennen wieder, wo wir wieder sehen werden, ob der Bur endlich den Boxenstopp gelernt hat oder nicht. Ich vermute nicht. Aber wer jetzt schon etwas zu lachen hat, dann bin ich zufrieden. Dann ist mein Tag gerettet. Denn Profifahrer, naja, seien wir mal ehrlich, das wird wohl nichts mehr. Die E-Sports-Szene muss wohl auf so einen charismatischen jungen Mann wie mich verzichten. So, wir machen noch ein bisschen die Reifen warm. Mensch, heute ist ja wieder Stimmung angesagt hier. Aber so soll es doch sein. Spaß bei der Aufnahme, Spaß beim Zocken. Das ist einfach das Nonplusultra bei mir. Dann war mein Tag oder ist mein Tag gerettet. Aber mit so vielen Stolpern, wie ich jetzt schon habe, das kann ja nichts werden. Wie ihr seht, ich habe die Strecke ein bisschen geübt. Ganz kurz. 10 Stunden. So, die lassen wir mal durch. Und dann können wir nämlich uns auf unsere Runde konzentrieren. Die letzten beiden Kurven Richtung Zielgerade, dann bin ich endlich mal ganz ruhig. Einfach mal die Fresse halten. Und wir konzentrieren uns einfach auf die perfekte Runde. KI 108, wie immer, wir wollen uns ranarbeiten, auch wenn es schwer ist. Volle Konzentration. Viel Spaß. Schande über mein Haupt, aber wir werden wohl noch eine zweite Runde hinkriegen. Ich fand, so weit waren wir gar nicht über den Korps drüber. Aber das Schöne ist zu sehen, ich bleibe eigentlich relativ gut an den Vordermännern dran. Das heißt, unsere Pace ist, glaube ich, gar nicht mal so abwegig. Wir lassen unseren Kollegen hier mal durch. Unsere Runde haben wir wie immer selber versaut. Wie immer bin ich selbst mein größter Gegner. So, jetzt aber nochmal höchste Konzentration. Damit wir hoffentlich ins Rennen auf einer guten Position starten. Fastest lap for Ludwig, 153.33.
So, und jetzt sind wir gespannt. Auf was für eine Position? Position 10. Und das bei einer KI von 108. Wir steigern uns. Jiha. Und ich würde sagen, das nehmen wir genauso mit und gehen rein ins Rennen. So, Freunde, am Ende ist es Platz 10 geworden. Ich freue mich mega. Toller Erfolg für meine Verhältnisse. Fliegender Start hier am Hungaroring. Und wir versuchen uns gleich vorne wieder gut zu positionieren, damit wir vielleicht nochmal eine Position gut machen können. Oder auch eine verlieren. Aber wir sind von der Pace her sehr gut unterwegs. Der BMW liegt mir relativ gut. Vielleicht können wir da fahrerisch ein bisschen was rausholen. So wie hier zum Beispiel den Schwung mitnehmen. Und da kommt die Attacke. Außenbahn. Spätbremsen. Eine Position gut. Die KI bremst sehr, sehr hart, was ich nicht ganz verstehe. Aber gut zu wissen, dann werden wir uns eher vielleicht ein bisschen auf der Kampflinie aufhalten. So, mal schauen, ob wir den Schwung gut mitnehmen können. Oh, da muss ich runter aufs Gas und verliere die Position. Um den Einschlag zu verhindern. Aber ich bin heiß. Ich gebe nicht auf. Wir holen uns die Position zurück. Jawohl, da kommt der Verschalter vom Gegner und da ziehen wir vorbei. In circa 2 Minuten müsste die Boxengasse schon aufmachen. Wieder ein Kampf gegen mich und mein Team. Aber ich will endlich mal das Rennen abschließen. Zumindest unter den Top 10. Ah. Bisschen schwammig hier, wenn ich zu arg über die Curbs gehe. So langsam kommen wir in den Fluss rein.
Und jetzt nochmal höchste Konzentration. Nicht, dass wir irgendwann mal noch abfliegen in der Zielgeraden. Vielleicht können wir jetzt hier profitieren, wenn sich drei streiten. Freut sich der fünfte oder so. Aber wir sind dran, Freunde. Wir sind dran. Die Pace passt heute auf jeden Fall. Kampfgeist ist da. Wenn euch das Rennen bisher schon mal gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich würde mich mega freuen. Auch ein kostenloses Abo. Schadet wie immer nicht. Support ist kein Mord. Den Schwung gut mitgenommen. Wir kommen nochmal ran. Die Gegner kämpfen auf jeden Fall auch mit dem Ausbrechen vom Heck. So, die Boxengasse ist offen. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Aber da kommen wir einfach nicht drum rum. Ah, da sieht man wieder den Dirt Rally Fahrer. Kein Problem, wenn das Heck ausbricht. Wir bleiben hartnäckig auf P9. Mal schauen, ob die ersten schon reingehen. Nein, die drehen alle noch eine Runde. Jetzt haben wir uns raus. Genau richtig auf dem Gas gewesen. Jawohl, wenn sich zwei streiten. Freut sich nicht der dritte, aber wir sind dran, Freunde. Wir sind dran. Jetzt gut die Kurve mitnehmen. Jawohl. Da kommt der Schwung. Oh, was für ein Fight. Schön. Race Experience. On point, sage ich da nur. So, und jetzt kommt unser größter Feind. Wir gehen an die Box. Puls 200. Der Herzschlag erhöht sich so langsam. Aber wir gehen jetzt rein. Entweder ein Satz neue Reifen oder ein Satz warme Ohren. Bin gespannt. Oh je. Ich hoffe, mein Teammate ist da nicht mit am Start. Er ist wie immer sein größter Feind. Warum kann ich nichts bestätigen? Oh, come on. Ich kann es nicht bestätigen einfach.
Es tut's nicht. F***'s Knie. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Ich stehe genau richtig. Was mache ich falsch? Ja. Ja. Hier. Na sicher will ich tanken. Und ich will bestätigen. Ich kann aber nicht hoch und runter. Keine Ahnung. Ein tolles Rennen. Eigentlich ein tolles Rennen. Ich war so gut gelaunt. Heute brauche ich einfach eure Hilfe, Freunde. Bitte schreibt mir mal rein, weil dieses Problem habe ich immer und immer wieder. Ich bin jetzt ein bisschen angefressen, wie schnell die Laune von gut auf schlecht umschwenkt. Nur wegen so einem Kack. Und ich weiß, am Ende des Tages, es liegt nicht am Spiel, sondern an mir. Ich hoffe, euch hat es bis dahin gefallen. Eine Lektion fürs Leben für mich. Ich hoffe, ihr schreibt mir das unten rein, was ich für Fehler mache. Heute eine Lektion für mich. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao. Das Leben ist kein Schlotzer.